Ein Koloss wird zum Sportler. Der neue Skoda Kodiaq RS. Zum ersten Mal in der Firmengeschichte bringen die Tschechen 2019 einen SUV als RS-Version auf den Markt. Und das gleich in ihrem wuchtigsten und größten Modell. Hier kommen die 7 interessantesten, kuriosesten und amüsantesten Fakten, die ihr so noch nicht kanntet. Fakt Nummer 1. Der Kodiaq RS hat den stärksten in einem Skoda verbauten Dieselmotor aller Zeiten. 2 Liter Biturbo TDI, 240 PS und 500 Newtonmeter Drehmoment. Harte Fakten, die dem RS-Logo gerecht werden sollen. Die Power des leistungsfähigsten Dieselaggregats der Firmengeschichte wird dabei durch ein 7-Gang-DSG-Getriebe auf die Straße gebracht und soll den 1,9 Tonnen schweren Tschechen in 6,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h katapultieren. Spitze 221 km/h. Doch der Motor ist keine Neuheit, sondern verrichtet schon seit 2016 im VW Tiguan seinen Dienst. Und das hier ganz ohne RS oder R-Logo. Leistung hat er aber natürlich trotzdem. Fakt Nummer 2. Der Kodiaq ist nach einem Bären benannt. Klingt zunächst schräg, stimmt aber wirklich. Die Rede ist vom Kodiaq-Bären, einem Braunbär, der unter anderem auf der gleichnamigen, vor der Küste Südalaskas gelegenen Kodiaq-Insel lebt und das größte an Land lebende Raubtier der Welt darstellt. Größe, Kraft, starker Familiensinn und hohe Outdoor-Kompetenz – all das soll der SUV mit dem Bären gemeinsam haben, ist in der Pressemitteilung von Skoda zu lesen. Das mit dem Familiensinn hätte man vielleicht nochmal nachrecherchieren sollen, denn der stämmige Freund aus dem Alaska-Wald ist laut weitläufigen Expertenmeinungen zwar gesellschaftsfähig, grundsätzlich aber ein Einzelgänger. Kosten und Mühen scheute Skoda bei der Vermarktung jedenfalls nicht. Am 6. Mai 2016 wurde zum Kommunikationsstart des damals brandneuen Basismodells die Stadt Kodiaq für einen Tag in Kodiaq mit Q umbenannt, was man nicht alles für das Marketing tut. Fakt Nummer 3. Den Kodiaq RS ziert zum ersten Mal das neue RS-Logo. Oder heißt es VRS? Wie denn jetzt? Seit jeher gibt es Verwirrung um das Skoda RS-Logo. Auf dem Kodiaq RS ist zum ersten Mal das neue, anstelle von grün in rot gehaltene Logo zu sehen. An der Form und der dadurch resultierenden Irritation hat sich jedoch nicht viel geändert. Heißt es denn nun VRS oder RS? Und was bedeutet das? Das V vor dem RS-Schriftzug hat einen besonderen Hintergrund. Als Skoda im Jahr 2000 damit begann, die sportlichsten Straßenmodelle RS, stehen für Rallye-Sport, zu nennen, legte Ford in Großbritannien Protest ein. Die Amerikaner hatten sich im Vereinigten Königreich das RS-Kürzel markenrechtlich schützen lassen und machten gegen Skoda so Gebrauch von ihrem Recht. Als Skoda den Vorschlag unterbreitete, die Modelle VRS für Victory Rally Sport zu nennen, lenkte das Gericht ein und bewilligte dies. Seitdem heißen besonders sportliche Skoda-Straßenautos im United Kingdom VRS und im Rest der Welt nur RS. Fakt Nummer 4. Skoda hat eine lange Motorsport-Historie. Der Großteil würde wohl beim Schlagwort Motorsport eher an Marken wie Ferrari, BMW oder Mercedes denken. Aber ja, in der Tat. Skoda ist seit über einem Jahrhundert im Rennzirkus vertreten. Alles begann nicht wie heute gewohnt auf 4 Rädern, sondern auf 2. Die am 18. Dezember 1895 im Mladá Boleslav gegründete Firma Laurin und Clement, die später vom Maschinenbaukonzern Skoda übernommen wurde, war von Anfang an erfolgreich. So gewann Skoda 1901 gleich ihr erstes Rennen von Paris nach Berlin und das nur 2 Jahre, nachdem man mit dem Bau von Motorrädern begonnen hatte. Zuvor produzierte man Fahrräder. Ab 1905 führte man mit den nun gebauten Automobilen die Siegesserie in Berg- und Langstreckenrennen fort, bevor man in den 1960er und 70er Jahren im Rallye-Sport auftrumpfte. Der Skoda 130 RS, der auch Porsche des Ostens genannt wurde, holte im Jahr 1977 bei der legendären Rallye Monte Carlo einen Klassensieg. Anfang der 2000er Jahre startete man schließlich mit dem Octavia und später mit dem Fabia WRC in die Top-Kategorie der Rallye-WM und feierte weitere Erfolge. Bis heute ist Skoda aktiv im Rallye-Sport vertreten und holte mehrere WRC2-Titel. Fakt Nummer 5. Skoda ist auch beim Kodiaq RS simply clever. Den Innenraum des neuen Sport-SUV schmücken Alcantara-Bezüge mit Kontrastnähten an Sitzen und Türverkleidungen. Die Instrumententafel und das Dekor sind in Carbonoptik gehalten. Das frei programmierbare Virtual Cockpit lässt sich je nach Fahrmodus verändern. Die RS-Ausstattung bietet neben den Sportsitzen und einem Lederlenkrad viele serienmäßige Extras. Alles soweit schick und sportlich.
Neben den typischen Simply Clever Ideen von Skoda, wie dem Eiskratzer am Tankdeckel oder dem Regenschirm in der Tür, kann man wie schon beim normalen Kodiaq Komfortkopfstützen für die Rückbank bestellen. So kann der Nachwuchs seinen Kopf gemütlich gegen sie lehnen oder die eine oder andere Autofahrt entspannt oder gar im Schlaf verbringen. Ganz ohne Nackenschmerzen, was vor allem die Junioren auf der Rücksitzbank freuen wird. Fakt Nummer 6. Der Kodiaq RS ist Nordschleifenrekordhalter für SUV. Das mag einen auf den ersten Blick sehr überraschen. Ach, aber Moment, da war ja was. Er ist Rekordhalter für 7-Sitzer-SUV, nicht für SUV allgemein. In 9 Minuten 29,84 Sekunden umrundete der in Schale geworfene Kodiaq RS die legendären 20,8 Kilometer. Die Pilotin, keine geringere als Sabine Schmitz, die einzige Frau, die das 24-Stunden-Rennen am Ring gewinnen konnte. Ein netter Marketing-Coup, schließlich hört sich Rekordhalter ja immer toll an. Aber vom SUV-Rekordhalter ist man weit entfernt. Der aktuelle SUV-Nordschleifenrekord des Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio liegt bei 7 Minuten 51,7 Sekunden. Zugegebenermaßen mit 510 PS und damit 270 Pferdestärken mehr unter der Haube, dennoch sind 1 Minute 40 Zeitdifferenz natürlich eine Menge Holz. Ob die Nordschleifenrekordfahrt also ein echtes Kaufargument ist, das muss wohl jeder für sich selbst entscheiden. Fakt Nummer 7. Es gibt einen Skoda Kodiaq GT. Alle Skoda Kodiaq-Fans und Sammler aufgepasst. Ja, es gibt neben den offiziellen europäischen Modellen Sportline, Scout, RS und dem Basis-Kodiaq noch ein weiteres Modell. Der Kodiaq GT wird dabei ausschließlich für den chinesischen Markt produziert und weist insbesondere in der Heckpartie ein deutlich verändertes Design zu den europäischen Ablegern auf. Unter der Haube versteckt sich ein TSI, der in 3 Ausführungen zu ordern ist. Als 1,4 Liter mit 150 PS oder als 2 Liter mit 186 und 220 Pferdchen. Auch interessant, die 220 PS Ausführung mit Allradantrieb ist fast 200 Kilo leichter als der Kodiaq RS.